Dieser, ne? Boah. Ja, genau, so. Exakt so. Ah, nee, den habe ich einen Top-Sinkel. Wir kaufen größer. Gab's im Angebot. Als Trink oder was? So? Nee, normal. Achso, okay. Als. Komm. Okay. Meine Frau. Weißt du, was will das? Musst du tun, dass ich arbeite. Was heißt du schon arbeiten? Guten Tag. Nein. Hallo! Was lacht ihr denn alle so? Was ist so unter dem Tisch? Na? Ich bin noch nicht geduscht. Und ich war beim Sport, ich war laufen, bin einfach in die Firma gekommen. Ekelhaft, ja. Ne? Ekelhaft. Ja. Also ich war heute Morgen das erste Mal wieder laufen, Gott sei Dank. Aber ich durfte halt. Ich darf auch eigentlich erst nächste Woche vom Arzt aus, aber ich habe es natürlich heute direkt gemacht. Ärzte haben ja auch nicht immer recht, ne? Ärzte haben nie recht. Gewinnt immer der mit der höchsten Energie oder immer die mit der höchsten Energie. Und du setzt Dinge um und schaffst Dinge und erreichst Ziele, wenn du die Energie dazu hast. Du hältst durch, wenn du die Energie dazu hast. Du hast Motivation. Motivation fällt ja nicht vom Himmel. Motivation ist Energie. Die Frage ist, wie kriegst du Energie? Und es gibt eine simple Kaskade dafür. Denken, Gefühle, Handlungen, Ergebnisse. Einfach schlecht drauf. Du kannst mit deinem Denken deine Gefühle beeinflussen. Denn das ist die Kaskade. Erst kommt dein Denken. Je nachdem, wie du denkst, wirst du dich fühlen. Je nachdem, wie du dich fühlst, wirst du handeln. Und je nachdem, wie du handelst, kommen Ergebnisse. Das heißt also, steh auf, mach Sport, push dein Energielevel, weil diese Energie nimmst du mit in den Tag. Mit dieser Energie gehst du durch den Tag und erledigst die Dinge viel besser und viel erfolgreicher und hast mehr Motivation. Und darum geht's. Das ist für den Aufbau deines Unternehmens, deines Online-Business, deines Offline-Business, egal was, ist das der entscheidende Schlüssel. Du brauchst Energie. Die gute Nachricht ist aber, Energie kannst du kreieren. Mir geht es so, ich muss mich überwinden morgens früh, aber sobald ich die ersten 100 Meter hinter mir auf Strecke habe, merke ich, boah, ich bin der Sieger, ich habe gewonnen. Und das pusht mein Energielevel. Besiege dich selbst. Sei der Sieger über dich, weil wenn du über dich gewinnst und gegen dich gewinnst, dann gewinnst du gegen jeden. Der härteste Gegner bist du selbst. Gewinn gegen dich, mach Sport, nutz das als Metapher für mehr Energie, für mehr Leistung in deinem Leben und damit ist dann auch nicht mehr der Montag scheiße, sondern und auch nicht dein Job ist scheiße. Sondern höchstens deine Einstellung. Und die wird danach auf einem ganz anderen Level unterwegs sein. Und diese Einstellung führt zu Energie und diese Energie führt zu neuen Ergebnissen. Ob das ist, endlich dein Business zu gründen, aus dem Hamsterrad rauszukommen, ob das ist, die nächste Stufe in deinem Unternehmen zu erreichen, Ziele zu erreichen, egal was, du erreichst einfach mehr mit mehr Energie. Also hol dir diese Energie, denn die Welt ist herrlich und wartet nur darauf, von dir erobert zu werden.